Aturi hat die Effects Collection Nummer 5 veröffentlicht. Wir gucken uns alle neuen Plugins an, außer Refract. Das gibt es nämlich schon. Dazu habe ich schon ein Video gemacht, was ich dir verlinke. Und wir starten mal direkt rein in den Bus Exciter. So klingt das Klavier im Original. Und jetzt schalten wir mal den Exciter dazu. Schon geil, oder? So, was haben wir eigentlich hier? Wir haben zwei Bände. Wir haben den Big Bass, den mache ich mal aus. Und dann haben wir den Exciter. Jetzt sind wir beim Original. Wir gucken uns mal den Exciter an. Du kannst die Frequenz einstellen, indem du die hier anfasst und verschiebst. Dasselbe kannst du auch mit der Frequenz hier machen, mit dem Regler, ist dasselbe Ergebnis. Du kannst die Harmonics einstellen. Und du kannst das Mischverhältnis einstellen. Das kannst du hier für den Bass und den Exciter separat machen. Dann kannst du hier oben noch die Exciter-Resonanz einstellen. Einfach mit der Maus halten und ziehen. Und dann kannst du das Exciter-Signal auch wirklich in die Breite ziehen. Gehen wir auf den Bass. Und hier ist der Tipp von Arturia, dass du Drive so einstellen solltest, dass diese rote Lampe hier unten aufleuchtet. Den Mix einstellen. Wir haben noch die Saturation. Am Schluss haben wir den Mix-Regler. Und eine Sache, die ich hier auch sehr cool finde, diesen Red-Only-Button. Jetzt hören wir nur das Signal vom Exciter. Basspick ist eine Kombination aus Clipper und Limiter. Wir hören zuerst mal in das Stück rein. Momentan ist nur der Limiter an, der Clipper noch nicht. Den schalte ich hier unten links mal an. Und momentan arbeitet ja noch keiner von beiden. Wunderbar, so soll es sein. Und jetzt ziehe ich den Clipper mal ein bisschen nach unten, dass er anfängt zu arbeiten. Es gibt noch einiges an Einstellungen, was wir hier machen können. Erstmal können wir hier auf Nie gehen und das Einstellen von unendlich auf das andere Extrem. Du kannst sehen, dass er jetzt wirklich die Peaks nur abfängt, aber nicht die ganze Zeit am Arbeiten ist. Und das ändert er wieder. Jetzt ist hier wirklich Dauer-Action angesagt. Richtig krass wird es, wenn wir den Charakter umstellen von 0% auf 100%. Und damit du es noch besser hören kannst, ziehe ich den Clipper noch weiter nach unten, dass er noch mehr arbeitet. Jetzt solltest du schon schöne Verzerrung hören. Jetzt ändere ich den Charakter wieder von 100% auf 0. Und jetzt ist der Sound nicht mehr ganz so aggressiv. Jetzt gibt es hier noch eine schöne Funktion. Wenn man normalerweise mit einem Clipper arbeitet, dann ist es ja so, dass wenn ich jetzt den Input-Gain ändere, dass der Clipper schneller anfängt zu arbeiten, weil er stärker angefahren wird. Ich zeige das mal kurz hier. Also man kann es sehen und hören. Und vielleicht möchtest du im Nachhinein noch ein bisschen mehr Input-Gain geben. Und das ist ziemlich cool, dass du hier die Funktion hast, Link Clipper. Und wenn ich jetzt den Input-Gain erhöhe, wird auch der Clipper nach oben geschoben. Das heißt, der Clipper, der arbeitet immer gleich viel. Sehr, sehr cool. Jetzt haben wir hier noch den Limiter. Den lasse ich jetzt auch mal langsam arbeiten. Der Limiter, der hat auch Charakter. Wir haben Release. Was ich auch generell sehr cool finde, dass du hier Equal Loudness hast.
Das heißt, hier wird geguckt, dass du immer dieselbe Lautheit hast. Wir haben noch Tonal Control und jetzt hast du nochmal die Möglichkeit, den Bass und Höhen zu limiten. Du kannst Ton auch noch mit dem Input-Regler verknüpfen. Sodass du wirklich nur nachher den Limiter unterschiedlich anfährst. Also der Limiter, der ist wirklich hinter allem und der wird nicht verschoben. Generell eine ziemlich coole Sache, hier zu sagen, man kombiniert Clipper und Limiter in einem Tool, finde ich eine geile Idee. Weiter geht's mit dem Filter MS-20. Und wenn du dich wunderst, warum ich das reinnehme, das war schon bei der Arturia Effects Collection 4 dabei. Ja, aber die hatte ich noch gar nicht, sondern ich komme von der Effects Collection Nummer 3. Deswegen gucken wir auch mal hier rein. Also was ich mal ziemlich geil finde, erstmal gibt es hier unglaublich viele Presets, da gehen wir auch gleich mal durch. So ein Effekt einfach leicht dazu zu fahren. Der Mix ist jetzt auf 100%. Ich gehe jetzt ein bisschen zurück. So, jetzt fahre ich diesen Effekt-Sound einfach leicht dazu. Wir haben hier auf der linken Seite Filter und Distortion und wir ändern jetzt mal die Reihenfolge hiermit. Und ich möchte auch diese ganzen Modulationen nicht mehr haben. Das heißt, ich könnte auch einfach das Movement hier nach unten ziehen. Damit kann ich alle Modulationen wegschalten. Oder ich sage hier, ja, ich möchte die Modulation einzeln separieren. Das kann ich hier direkt daneben machen. Neben den meisten Knöpfen sind diese drei Drehregler. Gut, wir fangen mit Distortion an. Damit wir auch ein bisschen besser hören, was Sache ist, drehe ich erstmal das Filter auf. Als nächstes haben wir jetzt das Filter. Einmal ein High-Pass-Filter mit Peak und Low-Pass. Und jetzt hast du hier oben noch Filter Master Cut-Off. Ich drehe nach links und nach rechts und du wirst sehen und hören, was passiert. So, hier unten gibt es noch die drei Modulatoren. Wenn du das nicht siehst, einfach auf Advanced gehen und dann hast du den Envelope-Follower, den Step-Sequencer und den Funktionsgenerator. Und damit kannst du echt viel Spaß haben. Das ganze Ding kann vor allen Dingen für richtig viel Dreck sorgen. Und wir hören noch mal ein bisschen in ein paar Presets rein. Geil. Geil, oder? Und als nächstes sehen wir den Rotary. Ja, auch der war in der Version 4 dabei, aber eben nicht für mich. Und deswegen gucken wir uns den an ohne Rotary. Jetzt machen wir den Effekt mal an. Wir können das Ganze hier ein bisschen mit Drive reinfahren. Da hast du zwei verschiedene Typen. Jetzt hast du den Rotary-Effekt, nämlich Bass und Treble. Damit kann man wunderbar den Sound beeinflussen. Und dann gibt es den Rotary-Effekt von Mono bis Super Stereo. So, als nächstes haben wir die Speed Control. Dann gibt es nochmal Global Speed und das kannst du hier sehen. Ich muss immer an Spaß am Dienstag denken. Wie hieß dieses kleine Ding, was durch die Gegend gerast ist? Zini oder sowas? Schreib mir das mal. Ich habe da keine Ahnung. Und momentan sieht das aus wie ein Ball oder ja, ein Rotary. Es gibt aber zwei verschiedene und die kann man dann sehen, wenn ich jetzt sage, dass wir bei Treble eine unterschiedliche Frequenz haben.
Und da gibt es noch die Distanz von Bass und Treble. Den Effekt selber finde ich ziemlich cool. Ich weiß aber gar nicht, wann oder wie oft ich den benutzen werde. Denn bei den meisten Orgeln, die ich habe, da ist der Roto-Effekt schon drin. Also selbst auch bei den Orgeln von Arturia. Wenn du aber einen brauchst, dann kann der echt sehr, sehr geil klingen. Und das letzte Plugin ist FX Motions. Mein persönliches Highlight, weil da eine Funktion drin ist, die ich bis jetzt so nirgendwo gesehen habe und wirklich verzweifelt gesucht habe. Wir hören mal rein. So klingt das Ganze ohne das Plugin. Und rein geht's mit den Effekten und ein paar Presets. Ja, also du wirst es schon gehört haben und hier kannst du es natürlich auch sehen, was da abläuft. Das sind viele Modulatoren oder viele Bewegungen. Das Ganze heißt ja auch Motions. Du hast hier insgesamt 5 verschiedene Effekte, Parameter, Filter, Drive, Volume, Noise und Pan. Erstmal gucken wir mal, jedes von diesen 5 Modulen hat verschiedene Triggermöglichkeiten. Du hast hier diese Clock, die jetzt durchläuft, dann läuft die Filterkurve durch. Dann hast du noch eine Envelope-Sequenz. Das ist auch sehr geil. Der erste Step soll aktiviert sein, der zweite nicht. Und der dritte, der soll an sein. Und dann erst wieder der vorletzte. Weiter geht's, dass du Euclidean hast. Du hast noch mehr Transient. Wenn ein gewisser Peak erreicht wird in diesem Signal, dass dann erst dieses Filter ausgelöst wird. Jetzt habe ich Transient an und jetzt mache ich ganz normal die Clock wieder an. Jetzt ist ein Unterschied und jetzt gehe ich wieder auf Transient. Und jetzt ich war den Threshold ein bisschen höher. Und jetzt wieder ein bisschen niedriger, das heißt, das Ding wird wesentlich öfter angesteuert. Das ist auch schon ein bisschen geil. Als nächstes kannst du auch noch sagen MIDI. Das heißt, dass das Ganze über MIDI angesteuert wird. Du kannst hier rummalen, wie du lustig bist. Du kannst natürlich auch Standardhüllkurven nehmen. Du kannst auch noch hingehen und kannst sagen, du nimmst hier aus den unglaublichen Angebot, was du hier hast, nimmst du ein paar Presets. Es gibt aber noch mehr, die Repeat-Effekte. Da hast du die Rolls, Reverse, Pitch, Stretch und Stop. Und du kannst hier noch viel mehr einstellen. Jetzt kann ich die Rolls auch noch mal ändern. Reverse können wir auch ändern. Machen wir bei Reverse mal mehr. Jetzt sind wir bei Reverse bei 4 Slices, die aber alle rückwärts abgespielt werden. Pitch ändern wir auch mal. Pitch geht leider nur nach unten. Aber so steht es auch im Handbuch. Jetzt gibt es aber noch mehr, denn es gibt am Ende 2 Effekt-Slots und die kannst du auch frei verschieben. Kannst sagen, zuerst möchtest du hier Delay haben und dann soll Beat and Repeat kommen und danach der zweite Effekt-Slot oder genau umgekehrt oder eben wie wir es am Anfang hatten, einfach per Drag and Drop alles verschieben. Und du siehst, du hast die Wahl zwischen Delay, Tape, Echo, Super Modulations, Distortions, Dynamics, Filter und dasselbe haben wir hier auf der rechten Seite
auch nochmal. Und hier kannst du auch nochmal alles Mögliche modellieren. Indem ich hier dieses Advanced-Feld aufmache. Und jetzt haben wir hier unten erstmal die beiden Makros. Das sind die beiden Regler hier oben. Für mich wichtig ist aber hier dieser Unterbereich. Denn jetzt hast du drei Modulatoren. Und wir haben erstmal die Möglichkeit, einen Step-Sequencer zu nehmen. Function. Random. Mein Favorite, komme ich gleich damit drauf. Und dann den Envelope Follower. Gehe auf das Panorama. Motion, mache ich ja weg. Jetzt habe ich den Envelope Follower und ändere das auf Random. Das Ganze ist jetzt sehr hart hier. Ich ändere auch mal die Geschwindigkeit. So, und jetzt möchte ich, dass das jetzt das Panorama ändert. Und jetzt ziehe ich einfach hier unten das Ganze auf Pan. Jetzt hörst du schon, dass das Ganze anfängt zu springen. Aber noch nicht so krass. Wenn ich jetzt unter Pan gehe, dann siehst du hier diesen Knopf. Und da kann ich jetzt einstellen, wie stark das ganze Ding überhaupt arbeitet. Wenn ich nach links drücken würde, würde er in die andere Seite arbeiten. Hier wird das jetzt keine Rolle spielen. Ja, das ist natürlich ein bisschen hart. Und jetzt kann ich das Ganze mit Smooth, aber wesentlich weicher gestalten. Und vielleicht noch ein bisschen weicher, also ein bisschen langsamer. So, und wenn du jetzt vorstellst, dass du das mit mehreren Sounds machst, die unabhängig voneinander anfangen zu arbeiten. Völlig, völlig geil. Jetzt gucke ich mal, ob ich hingehen kann und kann hier randommäßig die Geschwindigkeit von dem anderen steuern. Ja, das könnte schwierig sein. Ich guck mal, dass ich hier, den anderen sehe ich ja gar nicht, auf den anderen drauf gehe. Ja, das geht. Jetzt kann ich nämlich hier drauf gehen. Ich mache mal Sync weg, dass er einfach ein Herz läuft. So, und jetzt passiert Folgendes, dass der eine, ja, LFO, Sample and Hold, was auch immer, dass er manchmal schnell läuft und manchmal langsam. Also wieder sehr, sehr unterschiedlich. Und auch das können wir jetzt ein bisschen smoothen. Und wenn du das jetzt auf verschiedene Spuren legst, dasselbe Plugin mit denselben Einstellungen, dann klingt das trotzdem überall komplett anders, weil du ja hier den Zufall mit dabei hast. Und das ist so eine Funktion, die ich persönlich bis jetzt immer vermisst habe und total abfeiere, dass es das Ganze hier überhaupt gibt. Die Arturia Effects Collection ist unglaublich umfangreich. Jede Kategorie wird abgedeckt: Preamp, Equalizer, Delay, Reverb, Distortion und mehr. Also ich kann mich manchmal schon kaum entscheiden, welchen Effekt soll ich nehmen. Es sind auch viele Presets dabei, was ich sehr cool finde. Einfach mal durchklicken, kann unglaublich viel Spaß machen. Selber dran drehen macht noch viel mehr Spaß. Und da fällt mir oft auf, wie viel mitgedacht wurde. Beim Clipper und Limiter, da sind unglaublich viele Details, wo man sagt, ey, super, da hat jemand echt mitgedacht. Und in dem Testbericht, da findest du noch viel mehr Details. Den Testbericht in Textform findest du auf recording.de. Es lohnt sich sowieso, auf recording.de zu gehen, denn das ist die größte deutschsprachige Community für Musikproduktion. Welche von diesen Effekten sind dein persönliches Highlight, die du schon genutzt hast oder nutzen möchtest? Schreib es mir bitte einfach mal in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Ciao!